Heute Abend im Zentrum. Aufsteigen mit Fünfern. Ein Glaubenskrieg. Im Zentrum mit Peter Pelinka. Ja. Guten Abend. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Publikum und vor allem vor den TV-Schirmen. Circa 40.000 Schülerinnen und Schüler, schätzt man, werden auch heuer wieder eine Klasse wiederholen müssen und dadurch allein das Schulbudget jeweils um 7.000 bis 8.000 Euro pro Schüler mehr belasten. Die volkswirtschaftliche Gesamtbelastung beläuft sich dadurch, schätzt man, auf mehrere hundert Millionen Euro. Kann man diese Kosten durch das sogenannte Modulsystem minimieren? Kann das dazu beitragen, dass weniger Schüler aus dem Schulsystem rausfliegen und mehr maturieren? Die ÖVP fürchtet, dass das neue System weniger statt mehr Leistung für die Schüler bringen wird, dass sie dadurch nicht die Anforderungen der Zeit erfüllen können. Diese und andere Fragen der Bildungspolitik, der Schulentwicklung diskutiere ich mit diesen Gästen. Bildungsvolksbegehren-Initiator Hannes Androsch hat das große Ganze im Auge. Es geht um die breite Verbesserung des Bildungsniveaus insgesamt und nicht um aktionistische, punktuelle Einzelaktionen. Sehr skeptisch ist Carola Purtscher, Mutter zweier Schülerinnen. Ohne Druck gibt es keine Disziplin. Direktor Georg Latzke von der AHS Krottenbachstraße in Wien ist überzeugt, die modulare Oberstufe ist die Lösung. Anderer Meinung hingegen ist Schuldirektorin Hermine Sackel aus Birkfeld in der Steiermark. Ein Aufsteigen mit Fünfern untergräbt die Motivation und erhöht die Dropout-Quote. Und Schulexperte Bernd Schilcher kritisiert, dies ist eine undurchdachte Reform und ein Fleckerlteppich statt Verbesserung des Bildungssystems. Ja, Herr Direktor Latzke, bei Ihnen in der Grottenbachstraße gibt es dieses System schon, wie übrigens an 27 anderen Schulen in Österreich auch schon. Sie waren aber die erste Schule vor 7 Jahren. Was haben Sie, erstens erklären Sie uns einmal, weil ich fürchte, ein Teil der Emotionalität der Debatte besteht darin, dass nicht klar erklärt worden ist, worin dieses Modulsystem besteht. Worin besteht es denn? Guten Abend. Das Modulsystem ist ein System, in dem der Lehrstoff in Module aufgegliedert ist. Und das Wesentliche dabei ist, diese Module bauen nicht aufeinander auf. Erklären Sie uns ganz kurz den Begriff Modul überhaupt. Modul ist eine Einheit, entspricht dem im Lehrplan vorgesehenen Stoff. Und dieser Stoff wird für ein Semester in eine Einheit zusammengefasst und nicht über beispielsweise über das Semester hinweggezogen. Er bleibt in einer Einheit im Semester. Dazu war es notwendig, den Lehrplan in diese Moduleinheiten umzuschreiben. Dadurch, dass diese Moduleinheiten nicht aufeinander aufbauen, fallen Begriffe wie Durchfallen und Aufsteigen komplett weg. Fallen dadurch auch die Benotungen weg generell? Natürlich nicht. Wird ein Modul oder mehrere Module negativ absolviert, so hat der Schüler nach dem ersten Semester gleich die Möglichkeit, im Februar im Rahmen eines Kolloquiums, im bisherigen System heißt das Wiederholungsprüfung, im Rahmen eines Kolloquiums den versäumten Stoff nachzuholen. Schafft er es nicht, hat er 4 Wochen später noch einmal die Möglichkeit. Das kommt an meiner Schule fast nicht vor. Das heißt, Sie haben eigentlich weniger Dropouts als der Durchschnitt der Schüler. Ich habe zwischen der 5. und der 8. Klasse eine Dropout-Rate zwischen 2 und 3%. Das ist beträchtlich weniger als sonst. Beträchtlich weniger. Das heißt, es maturieren mehr Schüler und erfüllen mehr Schüler die Leistung dadurch, die vorgeschrieben ist. Wir machen derzeit die 5. Reifeprüfung, haben wir heuer abgenommen. Und wir haben eine
Erfolgsquote zwischen 93% und 98%. Und was sagen Sie jetzt zum Argument, das würde sozusagen plakativ gesagt dadurch, dass man bis zu 3 Fünfer nicht bestehen, aber nachholen kann, würde dadurch die Leistung untergraben, die Disziplin untergraben? Ganz im Gegenteil. Ein Nebeneffekt des modularen Systems besteht darin, dass ich an meiner Schule zwischen der 6. und der 8. Klasse nicht das geringste disziplinäre Problem habe, weil jeder Schüler jeden anderen kennt und sich die Schüler auch gegenseitig helfen und unterstützen. Es wird auch nicht die Leistung untergraben. Man muss sich einmal überlegen, welche Fünfer meinen wir bei 3 Fünfern? Sind das Fünfer in 3 unterschiedlichen Fächern oder sind das 3 Fünfer, die in 3 Modulen in einem Fach passiert sind? Wenn jemand beispielsweise Mathematik 1, 2 und 3 auf nicht genügend hat, dann muss man sich schon überlegen, wie man diesem Schüler weiterhilft. Hat ein Schüler beispielsweise, ohne jetzt den Fach zu diskriminieren, in Englisch Geschichte, Geografie nicht genügend, ist überhaupt nicht einzusehen, warum man nicht ins Folgemodul aufsteigen darf, da die Inhalte ja völlig andere sind und er schlussendlich zur Reifeprüfung nur dann antreten kann, wenn er alle seine Module positiv absolviert hat. Er muss alles nachmachen, wo er alles gescheitert ist. Bis zum Natürlich. Vertreter Sackl, jetzt, das klingt so, wie wenn das sehr leistungsorientiert ist und im Gegenteil mehr Leistung erfordert als weniger. Warum haben Sie dann Bedenken? Ja, ich habe insofern große Bedenken, weil es ja so ist, dass ich aus meiner 30-jährigen Schulerfahrung weiß, dass nicht genügend ja nicht in allen Fächern anfallen, sondern nicht genügend fallen in den Kernfächern an. Sie fallen in der AHS in Mathematik an, sie fallen in den Fremdsprachen an oder in typenbildenden Schwerpunktsfächern. Das heißt, ein nicht genügend in Geschichte oder in Geografie habe ich in meiner ganzen Karriere vielleicht einmal erlebt und das ist durch eine Wiederholungsprüfung ausgebessert worden. Wenn jetzt ein Schüler eben mehrere nicht genügend sammelt und das über Jahre oder über mehrere Semester hinweg, dann ist anzunehmen, dass das dem Schüler irgendwann, wenn er eben vor der Reifeprüfung steht, zu viel wird und dass er die Schule dann verlässt, aber viele Jahre im Schulsystem gewesen ist und das ist dann auch nicht billiger. Andererseits sagt Herr Direktor, gerade in der Grottenbachstraße in dieser erwähnten Schule gibt es weniger als im Durchschnitt. Schauen wir uns ein bisschen an, wie dieses Reformmodell in der Praxis funktioniert. Karin Neckam war in jener Schule, die als erste vor 7 Jahren das Sitzenbleiben in traditioneller Form abgeschafft hat. Im Gymnasium Grottenbachstraße in Wien hat die Frage Aufsteigen oder Sitzenbleiben ihren Schrecken verloren. Hier ist seit Jahren das derzeit viel diskutierte neue Schulmodell für die Oberstufe Realität. Ich habe jetzt 2 nicht genügend in Englisch und Mathematik. Durch dieses Modulsystem muss ich jetzt in diesen 2 Fächern, in denen ich nicht genügend habe, nachlernen im nächsten Semester und über die Sommerferien. Allerdings in den anderen nicht, weil ich in den anderen Fächern jetzt schon durch bin in der 8. Klasse. Zur Sorge mancher Kritiker, es würde den Schülern zu leicht gemacht. Da wir ja das Aufsteigen bzw. Durchfallen nicht haben, ist es so, dass jedes nicht genügend, das man hat, letztlich ausgebessert werden muss. Geschenkt wird einem Schüler deswegen nichts. Wir mussten in dieser Schule lange suchen, um überhaupt einen Sitzenbleiber zu finden. Ich habe nach der 7. Klasse entschieden, dass ich die Klasse freiwillig wiederholen will, weil ich 4 negative Noten hatte am Ende des Jahres. Und ich habe einfach entschieden, dass es einfacher ist, wenn ich die 7. Klasse nochmal mache, diese 4 Fächer wiederhole und dann in die 8. aufsteige, einfach ein Jahr später. Besteht nicht die Gefahr, mit dem Wegfall des Sitzenbleibens könnte das Bildungsniveau generell sinken? Es erlaubt den Schülern nicht mehr, am Anfang des Schuljahres zu largieren. Sich hängen zu lassen, bis Weihnachten nichts zu tun, bis Ostern dann ein bisschen was, dann haben sie den Kick und am Schluss geht's dann doch, sodass sie faktisch den gesamten Stoff wirklich einmal beherrschen müssen. Allerdings in einzelne Portionen geteilt.
Außerdem sollten in der aktuellen Debatte auch die Fragen nach der Effektivität des Bildungssystems nicht unbeachtet bleiben. Schule ist die einzige Institution, wo man bereits positiv abgelegte Prüfungen durch Wiederholen einer Klasse noch einmal ablegen muss. Das gibt es sonst in keinem Bereich. Und das ist einfach dumm. Solange sich in der Bildungsdiskussion nichts entscheidend bewegt, heißt es auch heuer wieder für jeden 10. Schüler der Oberstufe sitzen bleiben. Herr Dr. Schilcher, Sie haben bei der Einleitung im Satz gesagt, also Fleckerlwerk, also ein bisschen auch dieses System, sage ich mal jetzt negativ oder etwas geringschätzig beurteilt. Besteht die große Bildungsreform nicht aus vielen solcher kleinen Schritte? Ich bin da verkürzt zitiert worden. Ich habe eigentlich gesagt, es ist so schlecht kommuniziert worden, dass es aussieht, als wäre es eine kleine, nur ganz punktuelle Reform und man könnte eigentlich keine Verbindung zu anderen herstellen. Als nächstes wollen wir dann das Poli herrichten, als nächstes die Landesschulen und sonstigen Inspektoren erneuern und da fragt sich ja jeder, was hängt da mit wem zusammen. Also es ist kein Ganzes sichtbar. Das ist die Grundkritik. Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass ich ein Direktor, es gibt nichts Dümmeres, als wenn ich in einem Gegenstand einen Fleck habe, dass ich 14 andere, wo ich keinen habe, auch wiederholen muss. Aus der Gemeinschaft der Schüler rausgerissen werde, neue Lehrer bekomme, die wieder ganz was anderes von mir verlangen, ein Versagenserlebnis habe. Kein Wunder, dass 40% derer, die einmal durchgefallen sind, wieder durchfallen. Also das ist von keinem Wissenschaftler, Erziehungswissenschaftler in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich je unterstützt worden. Das ist ein schlechtes System. Und jetzt glaube ich, dass diese Modularisierung einmal ein erster Schritt ist, der vor allem auch die Verbindung zur Universität herstellt, weil dort muss ich ja auch einzelne Prüfungen machen, egal wann ich sie mache, aber ich muss am Ende alle haben. Und das ist ein System, das sich bewährt hat und das sicher dem anderen mit dem Sitzenbleiben überlegen ist. Nur, wenn ich höre, ich bin zum Beispiel ein Hauptschüler und darf heute an 5 Uhr gerade eine Ehrenrunde drehen. Ja? Jetzt höre ich, die in der Oberstufe dürfen 3 Fleck kommen und können aufsteigen. Also in dieser Konfrontation, muss ich wirklich sagen, versteht das keiner. Aber das ist eine Frage der schlechten Kommunikation. In der Sache, und da darf ich jetzt was betonen, bin ich durchaus der Meinung dieses Kompromisses, dass das ein guter erster Anfang ist, mit einer pädagogischen Ergänzung, die ich noch sagen werde. Und ich sage auch, dass ich hinter dem stehe, was ausgemacht wurde. Ich habe mich halt erkundigt, die Steirische Volkspartei steht auch dahinter. Der Herr Bundesparteiobmann hat im Detail gewusst, wie der Kompromiss ausschaut. Er ist ständig informiert worden, er war dafür. Und dann kaum, als die ersten schweren Angriffe kamen, ist er zurückgezuckt und hat wieder eine andere Position eingenommen. Da spielen wir nicht. Das heißt, Sie stehen eher in der Position jetzt auf Seiten Amon und nicht Spindlecker, um das zu personalisieren. Ich stehe auf Seite dieses Kompromisses, Pacta sunt servanda. Man muss, wenn man was ausgemacht hat, dazu stehen. Und diese echte nachher Springprozession, die wir da immer aufführen, wobei wir eh nicht 2 Schritt vorgehen und einen zurück, wie in echter Nacht. So, wir gehen gar keinen Schritt vor und gehen dann einen zurück. Und das halte ich in der Bildungsdiskussion für unerträglich. Gleich dazu gesagt, wir haben auch die Frau Ministerin Schmidt und Herrn Amon eingeladen. Sie wollten nicht im jetzigen Stadium dazu kommen. Das hat politische Gründe, nehme ich mal an. Frau Purtscher, Sie sagen, Sie haben den Zusammenhang hergestellt, sitzen bleiben, Fünfer, Disziplin. Sehen Sie dem nach dem bisher Gesagten, bleiben Sie da dabei? Also prinzipiell habe ich einfach wirklich meine Erfahrung als Mutter von 2 Schülerinnen, die nicht unbedingt begeistert gerne lernen. Und ich es einfach erlebt habe, dass wirklich die Motivation de facto gekommen ist in jenen Fächern, wo sie eben keine große Begeisterung finden können, dass das Lernen dann begonnen hat, wie sie
gefürchtet haben, sie könnten um ihre Sommerferien umfallen, sie haben womöglich eine Nachprüfung im Herbst oder aber womöglich noch schlimmer, sie könnten ein ganzes Jahr verlieren. Es ist ganz klar, jeder hat verschiedenste Talente und bei manchen fehlt es halt in entweder Sprachenbegabung oder Mathematik beispielsweise. Und da bin ich also ganz d'accord, dass man auch mit einem nicht genügend aufsteigen kann. Ich bin mir sicher, dass man da auch wirklich was nachholen kann. Auch dieses Modulsystem klingt absolut einleuchtend und es macht sicherlich Sinn, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Direktor, dass man wirklich schon im Idealfall nach dem ersten Quartal und nicht einmal wartet, bis das Semester vorüber ist, sondern schon nach den ersten Wochen aufschreit und versucht, hier wirklich schon was nachzuholen bei den Schülern. Aber dass man jetzt sozusagen von mit einem Fünfer aufsteigen zu können, gleich erweitert auf 3 Fächer, das halte ich schon für äußerst ambitioniert und ich wage sehr zu bezweifeln, dass das für die Schüler leicht ist. Ich gebe Ihnen recht, da sind wir jetzt auch bei dem Thema, Herr Schilcher, das Sie angesprochen haben, die Kommunikation hat ja leider sehr ausgelassen. Also ich glaube, viele hören wir das erste Mal, wie das wirklich auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Aber die Verkürzung auf Aufsteigen mit 3 Fünfern, in 3 Fächern nachlernen zu müssen, Stoff vom vorigen Jahr, kann ich für meine Kinder sagen, das wäre sicherlich eine sehr große Herausforderung gewesen. Gut, das halten wir mal fest, da ist schlecht kommuniziert worden. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Diese Sendung soll ja das auch verbessern, unter anderem. Und halten wir ferner fest, ganz wesentlich, nur jeder kann nur dann die Matura auch absolvieren, der all diese Module sozusagen positiv absolviert hat, damit sind wir mal weg von dieser verkürzten Debatte, 3-5er aufsteigen in der bisherigen Form. Das stellt alles in Frage, die klassischen Klassenverbände in Frage, stellt auch letztlich, würde ich mal meinen, den Frontalunterricht in Frage. Da geht es eher in Richtung Kleingruppenunterricht, je nach Modul, je nach Fächer, je nach Leistung, je nach Förderung. Herr Dr. Androsch, jetzt steht das Ganze, ist ja eines von vielen Themen in der letzten Zeit. Da ist nicht allzu viel weitergegangen. Sie wollen jetzt mit dem Bildungsvolksbegehren da ein bisschen mehr Druck dahinter bringen. Wie schätzen Sie die Chance ein mit diesen, aber auch mit anderen Themen, die es da gibt, Zentralmatura, neue Mittelschule, all das spielt ja eine Rolle. Wie stark soll jetzt oder kann Ihr Bildungsvolksbegehren da zusätzlich Schub geben? Also es führen viele Wege nach Rom, aber kein Weg führt nicht nach Rom. Ich glaube, das ist einmal die Grundlogik. Unsere Kinder sind nicht weniger begabt als die in anderen Ländern, unsere Lehrer im Großen und Ganzen nicht weniger fähig als Pädagogen und unsere Eltern im Schnitt auch nicht schlechter als die in Neuseeland, Kanada oder in Skandinavien. Und Geld geben wir genug aus, wir haben eine der höchsten Ausgabenquoten. Also frage ich mich, warum ist das Ergebnis so unbefriedigend, ohne jetzt zu verallgemeinern zu wollen. Es gibt ja auch sehr eindrucksvolle, positive Beispiele. Weil unser System nicht mehr am Höhepunkt der Zeit ist. Die Welt hat sich verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Familiensituationen haben sich verändert. Wir haben die digitale Revolution, wir haben die Globalisierung, wir haben alleinerziehende, verdienende Mütter, wir haben beide Elternteile im Verdienst, wir haben 2 Generationen Familien und wir haben ein Schulsystem, das an 150 Unterrichtstagen Halbtagsunterricht im Wesentlichen betreibt, im preußischen Kasernentakt von 50 Minuten aus dem 18. Jahrhundert. Damals hat das die Maria Theresia von Friedrich II. Übernommen. Dass das nicht zeitgemäß ist, zeigen alle Tests, die Klagen der Wirtschaft und die Klagen der Universitäten über das nicht mehr befriedigende System. Und wir führen scheinideologische, pornierte Diskussionen auf, wo ein paar machtlüsterne oder privilegienverteidigende Funktionäre die Zukunft dieses Landes in Geiselhaft nehmen. Die unserer Nachfahren, nicht mehr unsere. Und das gehört geändert und deswegen die Initiative, einen Anstoß zu geben, einen Anschub vorzunehmen, dass sich das ändert.
Und deswegen die Bitte, möglichst an viele das zu unterschreiben, damit dieses politische Kräfteparallelogramm, das blockiert, verhindert, Stillstand produziert, dass das endlich überwunden wird. Und Geldfrage ist es einmal nicht, weil Geld ist dafür genug vorhanden. Aber wenn man sich anschaut, was alleine für Aufwand ist, einen Hauptschuldirektor zu bestellen, aber wenn man von einem Bezirk geben lässt, 44 Mitglieder, zugegeben 20 Ersatzmitglieder, ausgemacht wird sowieso woanders. Und dann geht es ans Land erst. Das sind groteske bürokratische Verhältnisse, die mit Bildung überhaupt nichts zu tun haben. Wir brauchen mehr Schulautonomie und wir brauchen klare Vorgaben und entsprechende Evaluierungen. Aber alles, was dazwischen ist, am parteipolitischen und bürokratischen Kram, das gehört beseitigt, damit Unterricht in der Schule gemacht wird, aber Erziehung zu Hause. Es kann nicht sein, dass die Eltern die Erziehung in die Schule abgeben und die Schule gibt sie ans Elternhaus zurück. Das ist eine perverse Inversion, das gehört auch geändert. Und daher brauchen wir ein breites Angebot, nicht zwangsweise, aber ein breites Angebot an entsprechender Vorschulbetreuung, Flächen- und Zeitdeckern. Brauchen wir Ganztagsschulangebote. Und daraus ergibt sich ohnehin alles andere. Brauchen wir ein anderes Dienstrecht, ein anderes Besoldungsrecht, brauchen wir eine bessere Selektion der Lehre, weil das ist ein so wichtiger und wertvoller Beruf, dass die Besten gerade gut genug sind und die beste pädagogische Ausbildung. Es geht darum, Leben lernen, lernen zu lernen, um mit den Anforderungen fertig werden zu können und sich selbst einen selbstbestimmten Lebensweg gestalten zu können. Jetzt hätte ich ein paar konkrete Nachfragen auch ein bisschen. Sie haben gesagt, Funktionäre haben Sie sehr negativ als Blockierer unter anderem bezeichnet. Gehe ich falsch in der Annahme, dass Sie da unter anderem oder sehr stark auch Lehrergewerkschafter meinen oder Teile der Lehrergewerkschaft? Ich meine Landespolitiker, die Landeslehrer, das ist ein Unfug, der gehört beseitigt. Und der Einfluss der Gewerkschaften gehört auf das reduziert, was Gewerkschaften zukommt. Im normalen Wirtschaftsland bestimmen ja auch nicht die Gewerkschafter, wer im Vorstand sitzt. Aber Sie wissen schon, dass Sie mit der Abschaffung des Landesschulwesens einen Protestschrei der Landeshauptleute auslösen. Aber einiger. Weil andere haben das längst eingesehen. Das ist ein Minderheitsprogramm einiger Machtbesessener. Und zweite Frage, gesamt an die Runde gestellt. Allgemein, es ist ja ziemlich klar, dass aus gesellschaftlichen Veränderungen der Wunsch nach mehr Ganztagsschulen entsteht. Jetzt gibt es da immer wieder das Argument, das geht nicht, da braucht man mehr Platz an den Schulen, mehr Räumlichkeiten. Das sagen auch die Lehrer, auch die reformorientierten Lehrer sagen, wir bräuchten da vernünftigere Arbeitsplätze. Das wird aber schon viel Geld kosten, oder? Ja, aber einmalig. Und spart es ein. Und außerdem gilt der Grundsatz, Bildung mag teuer sein, aber noch teurer ist keine oder ungenügende Bildung. Und bei uns ist das Bildungssystem teuer, aber vermittelt für dieses Geld nicht die Bildung, die die nachkommenden Generationen angesichts der Herausforderungen für sie benötigen. Ich würde nur die Deutschen nehmen als Beispiel. Die haben beim Schröder damals 1 Milliarde des Bundes gegeben für Ganztagsschulen und jedes Land hat etwa noch 1 Milliarde draufgegeben. Ergebnis, ich weiß es zufällig aus Hamburg, die haben 2006 angefangen mit 9% Ganztagsschulen. Wohlgemerkt Ganztagsschulen, nicht Ganztagsbetreuung, sondern verschränkte Ganztagsschulen und haben jetzt ein Ding von 47%. Also herauskommen ist auch ein Investitionsstoß, der der ganzen Wirtschaft genützt hat und den Lehrern, Schülern und Eltern. Also man muss es nur wagen. Darf ich da noch eine Anmerkung machen, weil mich heute ein bisschen geärgert habe, wie ich dem Herrn Bundeskanzler zugehört habe zu diesem Thema. Der gesagt hat, ja, das ist so eine Punktreform wieder, wo keiner irgendwelche Zusammenhänge sieht. Stimmt. Ist es, habe ich selber gesagt jetzt. Aber gerade er hat einer sehr ambitionierten Unterrichtsministerin, die wirklich gekommen ist, um was zu verändern, immer nur Rückzugsgefechte verordnet.
Also nicht einmal die 2 Stunden mehr hat sie machen dürfen. Dann wollte sie eine große Verwaltungsreform in der Schule machen, Doppelgleisigkeiten beseitigen, die Bezirksebene weg, mehr Autonomie, Parteipolitik weg. Zurückgepfiffen worden, nur weil die Länder gesagt haben, wir wollen nicht. Und dann ja, war einige. Nicht? Und dann war natürlich nichts mehr übrig als diese Kleinstreformen. Jetzt, wenn ich auf der einen Seite alles blockiere, weil ich nach dem Grundsatz vorgehe, nur solche Reformen, die nicht wehtun, vor allem nicht mir, nicht? Dann kann ich auf der anderen Seite nicht schimpfen und sagen, da schau, was die 4 kleinkarierte Einzelreformen machen. Da muss ich sie wirklich gegenüber ihrem Kanzler in Schutz nehmen. Frau Direktor, und dann wollen wir ein bisschen auf die Schüler eingehen, ganz kurz, aber ja. Bitte, Frau. Herr Androsch, ich habe gehört, Geld ist genug da. Ich höre das mit Freude, aber mir fehlt der Glaube. Das wird für den falschen Zweck ausgegeben. Erst heuer wieder ist um Schulen das Budget drastisch gekürzt worden. Wir haben in der Schule, das ist jetzt nicht bei uns, wir haben das Migrantenproblem nicht, aber es gibt brennende Probleme, wo Unterstützung durch Sozialpädagogen benötigt werden würde. Es kommt nicht. Das heißt, wenn das Geld da ist, da ist das Problem bereits heiß. Warum macht man nichts? Wir haben eine der höchsten Quoten für Bildung, nämlich 5,4% des Sozialprodukts. Aber nur von 2 Euros kommt einer bei euch in der Schule an. Das ist der Unfug. Und natürlich, wenn wir Ganztagsschulangebot machen werden, brauchen wir ein Schulbauprogramm. Das mag sogar eine Spitze am Anfang haben. Aber wenn wir für die Hagler-Regelung 1,6 Milliarden haben und wenn wir für Umschulungen für 70.000 die nicht umgeschult werden, im Wesentlichen 2 Milliarden haben. Und wenn man den Ländern dafür, dass sie die Landeshypo in die Verluste abgleiten haben lassen, 800 Millionen Prämie geben und so weiter, dann zeigt das ja, dass das Geld da ist. Nur für den falschen Zweck wird es ausgegeben. Ganz kurz noch zum System. Ganz kurz noch zum System und dann würde ich ganz gerne die Schüler... Ich möchte gerne auf Sie antworten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass noch kein einziger Schüler in der Pubertät oder im Alter zwischen 15 und 18 Jahren dadurch, dass man ihm Angst und Druck gemacht hat, seine Leistung verbessert hat. Wir gehen an der Grotenbachstraße einen ganz anderen Weg. Wir versuchen, die Schüler davon zu überzeugen und die Schülerinnen davon zu überzeugen, dass Bildung ein Gut ist. Und nicht, dass man nur Noten erreichen kann, wenn ich Menschen permanent unter Druck setze. Gut. Schauen wir mal das vielleicht am Beispiel von 2 Schülern, die da sind, wie das ausschaut. Ausnahmsweise darf ich bei du bleiben, ohne dass das diskriminierend wirkt, die tun mir leichter. David Spiegel, Landesschulsprecher AHS Burgenland und Naomi Akter, Sie sind 6. Klasse oder was? Oder kommen in die 6. jetzt? Sie kommen in die 7. Ohne Fünfer. Ja. Gut. In der angesprochenen Schule. Ganz kurz noch, wie ist denn das Klima in dieser Schule? Merkt man da was? Wir sind ein bisschen anders, die Schule. Auf jeden Fall. Vor allem, es ist viel besser durch das Modulsystem, da man in dem Modul einfach von der 6. bis zur 8. alle Schüler durchmischt und man dadurch einfach eine ganz andere Atmosphäre hat, da man alle kennt. Und wie schon gesagt, kann man sich da einfach viel besser helfen gegenseitig. Also ich finde das viel besser. Und wird sie dann... Das heißt, ihr tut auch viel mehr dann in kleineren Gruppen oder ihr tauscht euch viel mehr aus zwischen den Klassenverbänden oder so. Das fördert Teambuilding. Eigentlich das, was ja an den Universitäten dann angebracht ist und was man können muss rechtzeitig. Herr Spiegel, wie schaut das aus bei Ihnen im Burgenland? Gibt es da andere Erfahrungen? Ist an Ihrer, ich glaube, in Jennersdorf sind Sie. Ich gehe in Jennersdorf in die Schule. Ja. Wir haben noch kein Modul. Was halten Sie von der Debatte? Also ich selbst persönlich habe noch kein Modulsystem an der Schule. Ich glaube aber, dass das Modulsystem, das die Frau Unterrichtsministerin Schmidt vorschlägt, und sie spricht ja hauptsächlich über das Nicht-Sitzen-Bleiben mit 3 Fünfern, dass man auch mit 3 Fünfern aufsteigen kann. Ich glaube, dass das bei den Schülerinnen und Schülern ganz gut ankommt. Jedoch sind die Schülerinnen und Schüler, die sitzen bleiben, das sind 5% in Österreich.
Und ich glaube, dass da auch etwas geboten werden sollte für die restlichen 95% der Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, dass da eben das Modulsystem mit der großen Vielfalt und mit der großen Auswahl an Fächern, dass man sich selbst diese Fächer aussuchen kann, die einen interessieren, und dass man sich auch selbst die Termine von den Prüfungen aussuchen kann, dass das auch die restlichen 95% zufriedenstellt. Gut. Also eigentlich ich frage vielleicht noch etwas, was ich, ohne das zu sehr zu verraten, die Damen und Herren am Podium erst in der letzten Runde fragen will. Ich frage das vorerst. Was wünscht euch außer dieser Schuldebatte? Was sind so die ein, zwei brennenden Fragen, die in den nächsten Jahren, Monaten gelöst werden sollten für Schule, für Schüler? Auf jeden Fall das Durchfliegen. Also ich finde, das ist durch das Modulsystem einfach viel besser organisiert. Da es ist zwar so, dass viele Schüler einen Kick brauchen am Ende und dann versuchen, in den letzten Monaten alles in den Kopf zu stopfen und dann über die Sommerferien und das schaffen noch. Aber es ist halt eben so, dass die meisten Schüler das nicht schaffen. Und das Dumme an dem System ist, dass man nach den Sommerferien dann eben nur eine Chance hat. Und wenn man die nicht schafft, so wie es meistens ist, dann fliegt man durch. Und im Modulsystem ist es zwar so, man kann mit 3 Fünfern aufsteigen, aber man hat bei den Prüfungen mehrere Chancen und man hat ab Ende der 6. Klasse 2 Jahre, um die nachzuholen. Also ich finde das persönlich viel, viel besser. Und ich denke, da kann man auch ein bisschen durchatmen und sich dann auch wirklich hinsetzen und das mal anschauen. Haben Sie Verständnis für das jetzt wieder, dass das ein bisschen parteipolitisch hin und her gehackelt wird? Ich meine, Sie kommen von der Schülerunion, eigentlich etwas, was eher der ÖVP zugerechnet wird, ohne Sie persönlich da irgendwo in ein Eck drängen zu wollen. Aber wie wirkt das auf Schüler, wenn da plötzlich, da gibt es Einigung und dann sagt der eine das und das andere das. Ist das produktiv? Ich glaube nicht, dass das sehr produktiv ist. Ich habe auch den Standpunkt der Bundesschülervertretung mitverfolgt. Und die Bundesschülervertretung setzt sich ja schon die letzten Jahre lang ein für dieses Modulsystem. Und wir sind sehr froh darüber, dass die Unterrichtsministerin Schmidt dieses Modulsystem in ihr Programm aufgenommen hat. Und sind sehr glücklich darüber, wenn dieses jetzt auch umgesetzt werden würde. Okay, danke. So, vielleicht zum Abschluss dieser Anlassdebatte, nämlich sitzen bleiben oder nicht. Wir kommen ja dann zu noch größeren Zügen in der Bildungspolitik. Ich habe mir rausgesucht, da gibt es eine sehr große Studie, eine aktuelle der Deutschen Bertelsmann Stiftung. Also nicht etwas, was irgendwo einzuordnen ist, sondern eine sehr fundierte, in kein parteipolitisches Eck zu drängende Institution. Und die kommen in einer Zusammenfassung dieser Studie über Klassenwiederholungen zu folgendem Schluss. Klassenwiederholungen führen weder bei den sitzen gebliebenen Schülerinnen und Schülern zu einer Verbesserung ihrer kognitiven Entwicklung, noch profitieren die im ursprünglichen Klassenverband verbliebenen Schülerinnen und Schüler von diesem Instrument. Dies belegen alle verfügbaren und bei einer methodenkritischen Überprüfung belastbaren empirischen Studien. Klassenwiederholungen sind daher als unwirksame Maßnahme in den Schulsystemen anzusehen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich klare Position, und da kann man jetzt im Einzelnen dieser und jener Meinung sein. Ich glaube, das ist etwas, was nicht aufzuhalten ist. Aber wir kommen jetzt zu anderen Bedenken. Frau Direktor, natürlich wird es, glaube ich, auch, das sagen auch alle Einschätzungen, in anderen Bereichen, es wird zu Umschichtungen kommen müssen, es wird in anderen Bereichen mehr Geld erforderlich sein, zum Beispiel bei diesen stützenden Maßnahmen. Ja, weil wenn wir so ein Modulsystem haben, müssen ja die Schwächen dann, wie die Frau Burtscher mit Recht sagt, das ist ja nicht leicht, 2, 3 Fächer womöglich gar nachzumachen neben dem normalen Stoff. Da muss ja mehr gestützt werden, da müssen mehr Förderlehrer her. Sie sagen, das deckt sich nicht mit Ihren bisherigen Erfahrungen, aber wäre das jetzt nicht Zeit, dass alle, die an so einer Verbesserung interessiert sind, einen gemeinsamen Aufschrei machen und einen Druck erzeugen, zum Beispiel auch durch dieses Volksbegehren? Für mich ist einerseits nicht klar, warum es nur Förderlehrer geben soll, wenn schon etwas schiefgegangen ist. Und eine Förderung muss vorher passieren, damit es überhaupt nicht schief geht. Andererseits ist es mit der Förderung so ein bisschen ein Problem, denn es muss nicht nur einen Fördergeber geben, sondern auch einen Fördernehmer, nämlich den Schüler, der diese Förderung annimmt. Und ich habe da schon auch die Erfahrung,
dass angebotener Förderunterricht einfach nicht angenommen wird, weil es vielleicht bequemer ist, daheim Nachhilfe zu nehmen. Vielleicht sind wir von unserem Schulstandort her natürlich in einer besonderen Situation, weil die Anfahrtswege sehr lang sind. Aber trotzdem ist es für die Schüler eben ja, eher nicht ein Angebot, sondern eben ein ja, Muss-Ich, quasi eine Förderung in Anspruch nehmen. In einer Ganztagsschule ist das ein verpflichtendes Angebot. Das Angebot muss die Gesellschaft in dem Fall in Form der Schule präsentieren. Aber der Schüler hat die Verpflichtung, es anzunehmen, denn Bildung ist keine Bring, sondern eine Hohlschuld im Interesse jedes Einzelnen. Das muss auch klar sein. Und es muss auch klar sein, dass unser Bildungsniveau gehoben werden muss und nicht nach unten nivelliert werden darf. Das haben wir 20 Jahre auf diese oder jene Weise gemacht. Die Begabten fördern und fordern und die Schwächeren unterstützen. Aber beides im Schnitt, Ausnahmen bestätigen die Regel, findet bei uns in ungenügender Weise statt, weil wir nicht genügend Ganztagsbetreuung im Vorschulalter und nicht genug Ganztagsschulangebot im Schulalter haben. Und dann streiten wir über die gemeinsame Schule, die wir in ein Drittel der Hauptschule ohnehin haben, weil im ländlichen Raum kein Unterstufenangebot vorhanden ist. In Südtirol, wie Sie wissen, wo eine christlich-soziale Partei seit ewig die Mehrheit hat, gibt es nur gemeinsame Schulen. Und die erfolgreichste Schule im letzten Jahr in Deutschland, in Göttingen, war eine gemeinsame Schule ohne Ziffernzensur, ohne Noten, mit dem besten Matura-Ergebnis. Also warum streiten wir etwas, was woanders schon bestens funktioniert und insgesamt fallen wir zurück? Das können wir uns nicht leisten, sonst verlieren wir die Zukunft dieses Landes. Ich glaube. Bei Ihnen als alleinerziehende Mutter hätte ich mir sehr gewünscht, wir hätten Ganztagsschulen. Wäre ein ganz, ganz großer Fortschritt, ganz klar. Auch in Richtung Motivation, wie Sie gesagt haben, Herr Direktor, könnte man da sicherlich sehr, sehr vieles verbessern. Und was ich nur noch gerne ergänzt hätte, wenn ich mir das anschaue, also seit ich die Schulbank drücken musste, so habe ich es leider meistens empfunden, sind über 20 Jahre vergangen. Und wenn ich mir anschaue, erstens einmal die Methodik, mit denen man den Kindern versucht, den Unterrichtsstoff beizubringen, aber auch der Unterrichtsstoff selbst, ist einfach wirklich dringend auch einer Reform bedürftig, dass man hier endlich einmal ausmistet und vielleicht auch adaptiert und möglicherweise Fächer abtauscht gegen Präsentationstechnik oder auch politische Bildung, solche Dinge, die einfach noch immer nicht stattfinden. Das ist mal tiefer gern. Darf ich sagen? Der Sattel hat mit Recht gesagt, warum erst, wenn es spät ist, kommt die Förderung. Das ist unsere Situation. Dann haben wir Förderstunden um 7 Uhr früh und um 4:30 Uhr Nachmittag. Also das bringt nicht viel. Jeder moderne Staat hat einen völlig anderen Unterricht. Nämlich, da wird von vornherein in den elementarpädagogischen Einrichtungen schon geschaut, wo liegen die Stärken jedes Kindes. Also, was kann ein Kind besonders gut? Und dort wird es sofort gefördert. Also nicht erst irgendwann, da läuft die Förderung parallel im Unterricht. Und dann wird halt auch geschaut, dass gewisse Schwächen ausgebessert werden. Der Herr Landeshauptmann Büringer hat in der vergangenen Woche vor einem riesen Industriepublikum in Linz, ich war dort, habe mit ihm diskutiert, einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, der dem nahe kommt. Er hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, wieso die meisten Schüler in Österreich 80% ihrer Zeit und Energie aufwenden müssen, um ihre Schwächen irgendwo aufzuarbeiten. Wir tun nur Schwächen ausgleichen. Für die Stärken und für die Begabungen und Talente ist keine Zeit und kein Platz. Ein völlig richtiger Bemerkung. Ne? Weil
jedes Kind kann irgendetwas ganz besonders gut. Und das ist die wichtigste Aufgabe der Pädagogen, das herauszufinden und zu stärken. Und er hat was Zweites gesagt. Diese Einteilung der Schüler in gute Schüler und schlechte ist falsch. Er sagt, jeder Schüler hat starke Seiten und schwache. Und die Starken soll man hervorheben, der hat ein Punktesystem vorgeschlagen, gesagt, wenn einer im Stärken in Mathematik hat oder in Sprachen, wird das sehr hoch bewertet. Und wenn er dann eine Schwäche irgendwo sonst hat, wird die nicht so aufgespielt. Und er hat wörtlich gesagt, und wir brauchen dann gar keine Nicht-Genüge. Also der Herr Landeshauptmann von Oberösterreich, auch ein ÖVPler, kommt zu dem Schluss, wir brauchen gar keine Nicht-Genüge. Und Recht hat er, nicht? Also das ist schon ein System, das in allen Ländern, die modernen Unterricht haben, durchgeführt ist. Individualisierung des Unterrichts. Und nicht, wie du richtig gesagt hast, der theresianische Unterricht, den wir seit 237 Jahren haben, nicht? Der sich bitte an Klassen mit 130 Schülern gewendet hat. Das war nämlich die Dumme. Ja, da muss ich so einen Militärunterricht haben, aber heute brauche ich den nicht mehr. Heute ist er völlig überholt und niemand ändert das. Es hat sich im österreichischen Schulwesen erst seit kurzer Zeit eine Förderkultur entwickelt. Wir stehen da ganz am Anfang. Das Zweite, und das unterschreibe ich hundertprozentig, wir leben in einem fehlersuchenden System und nicht in einem stärkesuchenden System. Die modulare Oberstufe, so wie sie an diesen 27 Standorten läuft und auch bei uns an der Grottenbachstraße, bietet am Nachmittag freie Wahlmodule an. Die werden im Rahmen eines Vorlesungsverzeichnisses bereits ein Dreivierteljahr vorher den Schülern gegeben. Die Schüler können aus den unterschiedlichsten frei wählbaren Modulen wählen und hier ihre Stärken und ihre Interessen mehr ausbilden und sie können auch gefördert werden. Und wir haben in diesen frei wählbaren Modulen eine nahezu hundertprozentige Anwesenheit. Entschuldigung, das sind Lehrer, die dort dann unterrichten? Ja, selbstverständlich. Mhm. Ganz kurz nur, warum das auch so interessant ist und irgendjemand in der Runde hat gesagt, die Nachhilfekosten auch. Mhm. Uns hat kurz vor der Sendung ein Zuseher geschrieben aus Klagenfurt, was können wir machen, damit der Riesenumfang an privater Nachhilfe und privaten Kosten minimiert werden kann? Das heißt, da gibt es schon einen gewissen Zusammenhang offenbar, wenn mehr gefördert werden könnte, was natürlich den Lehrern auch ermöglicht werden muss, indem es genug Lehrer und Unterstützende gibt und genug Räumlichkeiten auch, dann wird logischerweise es weniger notwendig sein, teilweise sehr teuren Nachhilfeunterricht zu bezahlen. Und man muss die Eltern davon überzeugen, dass Nachhilfeunterricht nicht unbedingt ein Vorbeugemittel ist. In der Ganztagsschule fällt das weg. Ich verstehe, dass Eltern die beste Ausbildung, die beste Noten für ihre Kinder gerne möchten, aber ich erlebe das manchmal sehr übertrieben. Einige konkrete Beispiele. Es kann nicht sein, dass in einer vierten Untermittelschulklasse zweimal wegen zu vieler nicht genügend die Lateinschularbeit, einmal die Mathematikschularbeit wiederholt werden muss. Da liegt es ja an einer anderen Sache. Aber gleichzeitig muss man sagen, die engagierten Lehrer werden vom System, um das Mindeste zu sagen, unterdrückt. Es geht so weit, dass wir E-Mails bekommen, da steht, wir sind durchaus ihrer Meinung, aber wir bleiben anonym, weil wir Repressalien fürchten. Das ist ein unerträglicher Zustand und wir haben überlange Ferien. Das zweite Semester mit allen Ferien und freien Fenstertagen und schulautonomen Tagen verkürzt sich auf 5-6 Wochen, weil mit Pfingsten ist es vorbei. Dann gehen wir 9 Wochen in die Sommerferien und fangen also irgendwann im September wieder an. Ich kenne kein Land und ich habe keines gefunden, nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz, nicht in Südtirol, wo es 9 Wochen Sommerferien gibt. Was macht die alleinerziehende Mutter? Ob das jetzt eine Kassierin beim Bill oder Spar ist, ob das eine Managerin ist, ob das eine Wissenschaftlerin ist, ob das eine Zahnärztin ist. So kann das ja bitteschön nicht funktionieren.
Und daher kommt man auf nur netto 150 Unterrichtstage. Und wenn dann die 14-Jährigen kommen, sind Geschichte und Geografie, können wir nicht einmal was von China hören. Das spielt so eine große Rolle. Lesen wir, hören wir, oder vom arabischen Raum oder was, haben wir keine Zeit. Das ist ja nicht akzeptabel. Sie haben jetzt ein schönes Stichwort geliefert, auch auf die Gefahr hin, dass die beiden Lehrervertreter hier keine Freude damit haben. Aber alles in allem glaube ich schon, dass es sehr oft auch an den Lehrern liegt, wie hoch die Zahl der Repetenten ist. Also vielleicht sollte man da auch nicht alles nur auf die Schüler und abwälzen, sondern das ist hier und das ist ein wunderschönes System und ich kann das zu 100% nur befürworten, dass man Kinder motivieren sollte und nicht bestrafen sollte oder auch sozusagen nur auf Druck aufbauen, überhaupt nicht. Aber es gibt nun einmal auch bekanntlich, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, teilweise Schularbeiten, wo mehr als die Hälfte der Klasse negativ abschließt. Und da, glaube ich, ist dann doch wohl die Frage erlaubt, ob das jetzt wirklich nur an den Schülern liegt, die zu wenig gemacht haben, sondern dass es hier halt wahrscheinlich auch am pädagogischen Input gefehlt hat. Also das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um die hohe Zahl der Repetenten einmal nach unten zu bringen. Und aus meiner Sicht gibt es nicht wirklich ein schlüssiges Qualitätsmanagement, so wie man das in der freien Marktwirtschaft durchaus kennt, angewandt auf unser pädagogisches System. Also mir ist das unbekannt noch. Patrick, da? Ja, ich möchte eigentlich zurückkommen auf das Angebot in einer modularen Oberstufe. Und da wird der Eindruck erweckt, als hätten die Schülerinnen und Schüler bis jetzt keine Wahlmöglichkeiten. Das ist ja nicht so. Erstens einmal können die Schüler in der Oberstufe überhaupt einen Schultyp wählen. Sie können eine technische Schule besuchen, sie können eine kaufmännische Schule besuchen oder eine allgemeinbildende Schule. Die funktionieren, die Berufsbildenden funktionieren auch viel besser, aber das sind praktisch Ganztagsschulen. Ja, andererseits haben sie aber auch in der AHS eine, also sie können sich bei uns, wir haben drei Schwerpunkte in der Schule und sie haben Wahlpflichtgegenstände, nur sind die eben nicht semesterweise aufgeteilt, sondern ganzjährig geführt. Das fängt ja schon in der Vorschulzeit an. Wenn die Kinder eingeschult werden und die Sprache, die Unterrichtssprache oder Muttersprache oder was immer nicht können, wenn sie nicht lesen können und so weiter, dann schleppt man von der Volksschule weg ein Defizit bis hinauf, wann immer. Und daher haben wir von der Kohorte der 15-Jährigen 10%, die keine Ausbildung bekommen, die münden in der Arbeitslosigkeit, in der Sozialhilfe, in der Frührente oder im Häfen. Und der Häfen ist teurer als eine Privatschule und dort gehen 10% unserer Kinder sowieso schon. Jetzt gibt es sicherlich weiter. Trotz aller Argumente, die wir jetzt gehört haben und die ja verdächtig konsensual jetzt aufgenommen werden, das ist mir schon ein bisschen zu konsensual. Darum bin ich froh, dass wir im Publikum jemanden haben, der, hoffe ich, stark Widerrede bietet, Magister Bernd Elsner. Er ist Obmann des Elternvereins des Wiener Schottengymnasiums, einer der bekanntesten Privatschulen in Wien, und hat fundamentale Einwände, wenn ich die Vorgespräche richtig interpretiere. Das ist zutreffend, wobei ich zunächst einmal sagen möchte, dass vieles, was hier gesagt wurde, meine volle Unterstützung findet. Wie zum Beispiel, dass die Bildung, die Ausbildung unserer Kinder ganz, ganz zentral ist und die Eltern könnten nicht mehr das unterstützen, als es hier gesagt worden ist. Auch die Entpolitisierung der Schule und die Autonomie der Schulen scheinen mir extrem unterstützenswert und wichtige Ziele zu sein. Aber das Aufsteigen mit mehreren Fünfern, um diesen Punkt anzusprechen, scheint mir kein geeignetes Mittel zu sein, um diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass die beste Ausbildung für die Kinder dann erreicht werden kann, wenn drei Komponenten funktionieren. Das eine ist eine Homogenität in der Klasse, dass die richtigen Kinder, das heißt mit ihren Begabungen und auch mit ihrer Arbeitseinstellung, mit ihrem Fleiß in einer entsprechenden Arbeitsgruppe zusammenfinden. Das kann eine Selektion am Anfang sein, es kann eine Selektion sein im Prozess, wobei es sicherlich das Ziel sein muss, die Kinder im Verband zu halten, wenn das möglich ist. Aber ich glaube, muss ich eingestehen, dass es immer wieder Fälle gibt, wo Kinder nicht in den Verband passen. Der zweite Aspekt sind die Lehrenden. Da gehört die Ausbildung wesentlich, gerade im pädagogischen Bereich, verbessert, nachgeschult. Hier ist sicherlich viel zu tun, es kann viel verbessert werden, das ist ganz wichtig. Und das dritte ist ein Umfeld, ein arbeits- und leistungsfreundliches Umfeld auch von Elternseite.
Und da fehlt es mir sowohl gegenüber den Lehrenden als auch gegenüber den jenen Eltern, die dieses Umfeld bieten, an der gesellschaftlichen Anerkennung. Ich glaube, wir alle, wie wir hier sind, tun zu wenig, um die motivierten Lehrer, die begeisterten Lehrer, die wirklich das ihre beitragen und weit über die Dienstvorschrift hinaus, zu würdigen, zu unterstützen und ihnen auch positives Feedback zu geben. Und auch auf der Elternseite höre ich nur Ganztagsschule, davon halte ich nur sehr bedingt etwas, weil es eben sehr wichtig ist, dass Kinder nicht nur Wissensvermittlung und Betreuung bekommen. Ich verstehe schon, dass für Alleinerziehende es nicht leicht ist, 9 Wochen Urlaub, aber es geht nicht nur um den Betreuungsfaktor, es geht um den Bildungs- und Ausbildungsfaktor. Und da glaube ich... Und da glauben Sie nicht, dass Ganztagsschule hier gerade in diesem Punkt mehr bieten könnte? Ich glaube, dass die Ganztagsschule ein sehr wichtiges Angebot ist, das angeboten werden sollte, breit angeboten werden sollte. Aber da bin ich sehr für die Wahlfreiheit, für die Individualität, weil es sicherlich viele Familien gibt, wo die Kinder halt viel Musik machen, Sport machen, alles Mögliche, was sie individuell außerhalb der Schule machen. Wenn sie aus der Schule um 16 Uhr hinauskommen, dann wird vieles nicht mehr so verwirklichbar sein, wie es jetzt verwirklichbar ist. Also hier halte ich sehr viel von der Wahlmöglichkeit, wie sie derzeit besteht, und nicht von der Zwangs-Ganztagsschule. Aber ich möchte das nicht vermischen, Ganztagsschule und gemeinsame Gruppe der 10- bis 14-Jährigen. Es wird ganz gern vermischt. Ganztagsschule, da gibt es gute Argumente dafür. Ich war selber ein paar Wochen mal in einem Internat in England, habe das dort erlebt, positiv erlebt. Aber die gemeinsame Ausbildung würde meinem ersten Aspekt, nämlich der Homogenität in den Klassen, deutlich widersprechen. Ganz kurz, ich habe mal rausgesucht von Ihrer Schule die Bildungsprinzipien, öffentliches Schottengymnasium der Benediktiner in Wien, wo, das ist eine interessante Abbildung dazu, wo dezidiert steht, gerade in unserer Zeit, in der viel vom Leistungsdenken die Regel ist, in der mitunter derjenige mehr gilt, der mehr zu bieten hat, muss der zweite Pluspunkt einer geistlichen Schule der liebevolle Blick für die Schwäche sein. Wir verherrlichen das Schwache nicht, wollen es aber abholen und gemeinsame Wege suchen, wie es in dieser Welt bestehen kann. Das heißt, die Förderung der Schwäche, auch zum Beispiel durch so ein Modulsystem, das man mitnimmt und reinnimmt, auch die, die in gewissen Fächern Schwäche haben, scheint mir schon auch von diesem Prinzip ableitbar zu sein. Ich fühle mich diesem Satz absolut verbunden. Mir scheint nur eine Nichtauflösung des Klassenverbandes und gleichzeitig ein Aufsteigen mit mehreren Fünfern, das kann nicht funktionieren, weil die Schüler und die Mutter hat das auch schon gesagt, die brauchen schon einen gewissen Druck, wenn sie mir diesen einen vielleicht hinkenden Vergleich erlauben. Ich habe als Student mal als Skilehrer gearbeitet. Nach dem dritten Tag kann man selektieren, es gibt Begabtere, die können am dritten Tag schon auf den Berg. Und es gibt weniger Begabte, die brauchen einen vierten, fünften Tag. Wenn ich dann die Gruppe mit Gewalt beisammen lasse, kann ich mit allen nicht auf den Berg fahren. Das ist demotivierend für die Schüler, auch für die, gerade für die Begabteren, die schon es machen könnten. Und bringt aber auch den Schwächeren nichts, weil sie in einer Gruppe, wo sie ihren Begabungen entsprechend gefördert und gefordert werden, viel mehr Spaß haben, viel mehr Freude haben. Und gerade die Skischule ist etwas, das sicherlich nicht mit Fünfern arbeiten kann und auch niemanden hinausschmeißen, auch nicht möchte. Aber trotzdem versuche ich, eine Homogenität in der Klasse zu schaffen. Danke, Herr Magister. Gerne. Bitte, das sind die Argumente, die man immer wieder hört in der Debatte. Ja. Homogenität hat das Gardebataillon, das ist die Körpergröße. Barcelona hat es nicht, weil der Messi spielt im Sturm und nicht im Tor. Und die Philharmoniker in Symphonie, wenn es nur Querflötenspieler gibt, wäre nicht die Philharmoniker. Das Leben, die Lebensrealität ist inhomogen. Und wie weit würden Sie denn die Homogenität treiben? Da müssten ja alle gleich sein. Da müssen eineiige Zwillinge sein, damit sie homogen sind. Das ist doch realitätsfern. Wenn Sie wollen in eine Privatschule, so sei es Ihnen gegönnt, die Wahlfreiheit soll bestehen bleiben. Aber so schöpfen wir nicht in breitester Form die Talente unseres Landes. Und das ist unsere Aufgabe, das ist Aufgabe der Bildung. Im humanistischen Sinn wie im Ausbildungssinn. Das ergänzt. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heißt, in der Gesellschaft gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene soziale Schichten, verschiedene Begabungen, Behinderte, Nichtbehinderte. Wieso darf die Schule darauf nicht schon trainieren, dass man mit verschiedenen Begabungen, verschiedenen Kulturen umgehen lernt? In den ersten Jahren soll man leben lernen.
Nicht? Also das Zusammenleben lernen. Und wir tun immer noch so, als hätten wir eine Klassen- oder sogar eine Ständegesellschaft und versuchen immer die homogenen Gruppen. Darum haben wir Sonderschule. Eine Sonderschule für die Legastheniker, eine Sonderschule für die Verhaltensauffälligen, eine Sonderschule für die, die nicht Deutsch können und so weiter. Immer homogen abgrenzen, nur kein Mainstream. Das ist ein ganz schwerer Fehler. Vielfalt ist eine Chance. Die Kirche Kroll hat beim Infineon unten 1200 Forscher aus 48 Nationen und sagt, die wirkliche Kreativität besteht darin, dass verschiedene Kulturen aufeinander zugehen. Coop Himmelblau, das beste Architekturbüro wahrscheinlich in Österreich, hat die verschiedensten Kulturen dort, die verschiedensten Vertreter von Ländern, weil nur dann sinnvolle Sachen rauskommen. Ich verstehe unsere Angst vor der Heterogenität. Also das ist und noch ein Hinweis, der Hengstschläger, Markus Hengstschläger, großer Genforscher, sagt in der Woche in einem Interview, wir müssen unsere ganze Kraft und Arbeit aufwenden, damit wir bei den bildungsfernen Schichten die Besten herauskriegen, weil wir haben zu wenige Talente, die gehen uns aus und wir müssen auf die Besten schauen. Wer tut denn das? Wir sind gerade beurteilt worden in der Accessibility der Universitäten, also soziale Hürden. Wir sind die Schlechtesten von 15 Industrienationen. Das ist ein Washington Institute für Educational Policy. Hat uns beurteilt als Letzten. Wir haben die höchsten Hürden aus Familienherkünften, um in eine Universität zu kommen, von 15 Ländern. Also das ist keine Auszeichnung. Wenn der Herr Bundeskanzler heute träumt, dass alle Jugendlichen in Österreich die gleichen Aufstiegschancen haben, dann muss er den Traum begraben vorher. Weil wir sind nicht so weit. Und ich frage ihn und die Bundesregierung, was sie dafür tut, dass wir so weit kommen. Und da, glaube ich, muss man wirklich viel ändern. Die das Volksbegehren zu ihren Anliegen machen. Das ist ja das Ziel, nicht? Das sind die beiden Direktoren. Wenn das Bildungssystem eine Möglichkeit bieten soll für einen sozialen Aufstieg, dann ist es ganz, ganz notwendig, dass Beurteilungen aussagekräftig sind. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich am Schluss zwar ein Zeugnis in der Hand, das gilt für alle ganz gleich, ob da genügend, nicht genügend vielleicht irgendwie drinnen steht. Es ist ein Zeugnis einmal da und dann kommt wieder die Komponente Vitamin B ins Spiel. Und da wird sicher der aus dem Vitamin-B-Beziehung. Die Noten sind ja verschieden, das ist ja subjektive Beurteilung. Dieselbe Note sagt in der Klasse was anderes. Daher müssten wir schauen, dass es eben nicht mehr reine Willkür ist, dass wir ein besseres Beurteilungssystem finden, wo eben wirklich Stärken beschrieben werden, wo aber auch hingenommen wird, dass nicht jeder überall Stärken hat. Ja, richtig. Okay, wir nähern uns leider, sage ich jetzt, auch in diesem Punkt einen Konsens an, weil das heißt ja mehr verbale Beurteilungen statt bloßer, sehr subjektiv gesetzter Noten, bitte. Ich bin sehr stolz, dass ich an meiner Schule Schülerinnen und Schüler aus 26 Nationen habe, die mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, mit unterschiedlichem religiösen und sprachlichen Hintergrund an diese Schule gekommen sind und eine absolute Bereicherung des gesamten Schulbetriebs sind. Mein Zweitfach ist Leibesübungen. Und am dritten Tag fahre ich mit allen am Berg. Denn die, die es noch nicht so gut können, die freuen sich umso mehr. Und bei denen erreiche ich umso mehr, weil ich sie sicher gut wieder hinunterbringe. Okay, ganz kurze Schlussrunde. Ich habe schon... Sie haben ja Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Die armen Schüler haben das live beantworten müssen. Wenn ich Sie frage, was ist, wir sind ja im Konsens, den großen Reform, die Revolution im Bildungsbereich im positiven Sinn wird es mit einem Schlag nicht geben. Es wird vieler Reformen bedürfen. Welches sind die zwei, ich tue es jetzt erweitern auf zwei, die zwei dringlichsten Schritte, die in den nächsten zwei Jahren realistisch unter den Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen. Ich fange umgekehrt an, dass das gerecht bleibt, Dr. Androsch, als
Damit aus der Alpen- und Donau-Republik eine Bildungsrepublik, eine zukunftsfähige wird, brauchen wir Ganztagsbetreuung, brauchen wir Ganztagsschulsangebote, breites, entsprechende Infrastruktur dafür und entsprechende Lehrerselektion und entsprechende Lehrerausbildung mit dem dazugehörigen Dienst- und Besoldungsrecht. Ganztagsschule, Lehrerausbildung, Frau Putscher? Eine Motivation einerseits für die Schüler, aber auch für die Lehrer, um sozusagen das Maximum rauszuholen und hoffentlich viele glückliche und motivierte Schulabgänger zu bekommen und auch unbedingt Ganztagsschule. Okay. Also ich würde sagen, ganz entscheidend diese viel angekündigte Verwaltungsreform. Warum? Weil sonst das halbe Geld dort in die Verwaltung reinrinnt und wir keines haben. Wir könnten 1 Milliarde herausziehen, sagen alle Studien aus dieser Sache. Entpolitisierung der Schulen gehört dazu, eine ordentliche Autonomie, wo bitte Direktoren sich die Lehrer aussuchen können, anstellen und wieder entlassen, weil das ist das Grundgeschäft ihres Betriebsführers. Da kommen aber die Gewerkschaften und sagen, nein, ich will den Brief schreiben, wo drinsteht, aufgrund meiner Intervention ist es gelungen, dass sie eine Anstellung als Lehrer bekommen. Das sind lauter Blödheiten. Also das ist das Erste. Und das Zweite, ein neuer Unterricht. Ganz früh die Begabungen und Stärken feststellen, die sofort fördern und durchgehend fördern, dann braucht man auch nicht probieren, was ich mit 15 Jahren passe in eine HTL oder in eine Hasch oder passe in die Berufsschule. Das sind ja lauter Probegeschichten. Also Unterrichtsreform generell, nicht nur auf die Oberstufe konzentriert oder auf die neue Mittelschule, und Verwaltungsreform inklusive, weg mit der Parteipolitik. Ich würde sagen, generell würden wir Anreize dazu brauchen, dass Schülerinnen und Schüler sehen, dass man eben über gute Leistungen auch wirklich etwas erreichen kann. Okay. Ich wünsche mir, dass Politiker den Mut haben, über Parteigrenzen hinweg einzusehen, dass es um die Zukunft dieses Landes geht und dass man sowohl auf der Sekundarstufe 2 die Ausbildung modularisiert, aber dabei nicht vergisst, dass auch die Lehrberufe einen ganz hohen Stellenwert in Österreich haben. Darf ich noch eine Ergänzung? Noch ein Wunsch. Wegen des Volksbegehrens. Bitte unterschreiben gehen, wenn Sie eine Bewegung wollen, bei Ihrem magistratischen Bezirksamt oder im Magistrat. Geht noch und wie lang geht das noch? Bis 1. Juli in der Vorbereitung und dann kommt im Herbst noch die Eintragungswoche. Und noch was möchte ich sagen. Die Steirische Volkspartei war immer ein bisschen liberaler. Ich habe heute Rücksprache mit dem Hermann Schützenhöfer gehalten. Offenbar gibt es in anderen Volksparteien ein Verbot, da zu unterschreiben. Bei uns natürlich nicht. Jeder ÖVPler kann da unterschreiben, weil das wäre das Letzte, wenn es da einen Sachwalter gibt, der sagt, du darfst dort nicht hingehen. Also da tun wir in der Steiermark nicht mehr. In der katholischen Aktion. Wir haben das gut. Genau. Gut. Es war sicher nicht die letzte Schuldebatte, die wir im Rahmen dieser Sendung führen oder insgesamt, die in Österreich geführt wird. Hoffen wir, sie wird ähnlich konstruktiv und weiterführen. Wie diese Debatte habe ich das Gefühl gehabt, weil am Anfang waren viele Positionen unverrückbarer als jetzt. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem spannenden Doc-Film Der gefährlichste Mann Amerikas, eine Doku über Daniel Ellsberg und die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere. Eine auf menschlicher und auf politischer Ebene aufregende Geschichte, die nicht nur durch WikiLeaks jetzt neu interessant wird. Jetzt gleich in ORF 2. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.